Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Solo-Runde von Egge. Der Tobi fehlt mir. Der Tobi fehlt mir. Tobi, wo bist du? Immer wenn ich dich gebraucht habe. Okay. Ja, der Tobi ist leider noch nicht da. Das hier ist die zweite von zwei Folgen, in denen wir uns alleine quasi durchschlagen. Ich hoffe, der Tobi findet Zeit, auch zwei Folgen zu machen, weil wir es ja so abgesprochen haben. Sonst wäre es natürlich schade. Letzte Folge ist ein bisschen länger geworden. Und ich kann nicht versprechen, dass diese hier signifikant kürzer wird. Ich weiß es einfach nicht, weil bei Eco, ich finde einfach nie ein Ende. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn der Tobi daneben sitzt und sagt, du, Erik, guck mal hier. Das ist das Lace-Geräusch. Ja, wenn er dann sagt, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Das ist extrem sinnvoll. Ich hätte jetzt schon beide Folgen abgedreht haben können, allein mit der letzten. Aber irgendwie weiß ich nicht. Es macht ja auch irgendwie zu viel Spaß. Und wir haben, ich finde, wir haben letzte Folge war wieder so eine Füllfolge. Weißt du, mit so Allerweltskram, die man so macht. Wir müssen mal wieder das Holz nachziehen. Und das ist dann immer so ein bisschen so, njam, 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 njam. Man macht nichts Produktives irgendwie. Es ist schon produktiv, aber es ist halt nicht produktiv. Es ist produktiv, aber es ist nicht weiterführend. Weißt du, was ich meine? Es ist so, ja, wir machen Holz. Und das ist so, nja, ist genau wie vier Folgen Erde klatschen. Ist dann halt so, naja. Oh, 1977 Skillpoints. Das ist die beste Anzahl von Skillpoints. Ich wollte es nur sagen. War ein sehr, sehr gutes Jahr. Sehr erfolgreiches Jahr. Toll. Guter Jahrgang. Also Menschen, die da geboren wurden. Toll. Einfach toll. Einfach ganz herausragend. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass heutzutage 1977 Leute geboren wurden. Das hört sich für viele Jüngere an. So weit weg wie die Mondlandung, glaube ich. So. Ist ja auch ähnlich. So. Das Ding ist auch weg. Die Axt ist fast im Arsch, aber nicht in meinem. Der ist leider nicht so großräumig. Ich würde einfach mal sagen, weil wir jetzt so viele Sämelchen haben, gehen wir jetzt 2-1 Risiko und füllen die vordere Reihe auch nochmal aus. Einmal mal gucken, was passiert. Vielleicht haben wir ja Glück oder vielleicht haben wir auch Pech, je nachdem, wie es aussieht hinterher. Ich kann mir vorstellen, dass es nichts wird, weil hier der Erdwall ist. Eventuell werden die einfach wieder verschwinden. Und hier ist unser Erdlager. Voll geil, dass es jetzt so leer ist. Also man sieht es natürlich in der Dunkelheit, sieht man es richtig gut, aber es ist halt gut leer geworden und wir können es einfach Erde aus unserem Keller danach lagern. Das ist sehr, sehr fantastisch. Und wir haben Pulp. Und was ich mal ganz kurz gucken wollte, der Tobi hat nämlich hier damals auch hier hinten, der hat da überall Bäume weggeschlagen. Überall. Hast du nicht hingeguckt, hat der Tobi da schon Bäume weggeschlagen. Erstens, ich habe hier nie weitergebaut. Was war das für ein Geräusch? Ich habe hier nie weitergebaut, weil, wenn ich hier Erde ansetze, dann baue ich den Fluss zu. Dann staue ich den Fluss und das will ich nicht. Deswegen würde ich da unten gerne mit Stein ein Fundament über den Fluss bauen. Denn Stein fällt nicht runter wie Erde, wenn man die baut, wenn da drunter nichts ist. Stein ist massiv, das bleibt. Ich hoffe, das gilt für jeden Stein. Ich habe das bis jetzt eigentlich bei Ziegeln mal gesehen. Und ich glaube, auch bei normalem Stein müsste es theoretisch auch gehen. Ich hoffe es einfach mal. Pulp, hier liegt Pulp. Sehr, sehr gut. So, und, oh, ich hätte die Axt vorher. Na, egal. Wir werden es überleben, wir müssen dann nur wieder was essen. Das ist echt, das ist das größte Problem. Essen. So, da schwindet mir die Lebenskraft zusehends. Hier hat noch jemand Erde geholt, alles klar. So, hier sind wir hinter Tobis Haus. Der hat hier doch bestimmt noch irgendwo anders Bäume umgeschlagen, 100 pro. Ja, doch immer mal wieder, ich weiß es doch, ich kenne nur den Tobi, doch immer wieder. Das ist zu weit weg, glaube ich. So weit hat er die Bäume, glaube ich, nicht getragen, oder? Das wäre zu weit weg. Aber schön, hier mal zu gucken. Würde gerne dann auch versuchen, so ein Aquädukt, kann man das nur aus Bricks bauen? Weil immer, boah, hier sind aber viele von den Dingern. Wie viele Tiere, Alter. Es sind echt viele Tiere. Ist das normal? Ja, das ist wahrscheinlich... Ah, okay, ich verstehe. Ist wahrscheinlich, weil die Server wahrscheinlich sonst eine Bevölkerung haben, so 50 Leute, bla bla bla. Und wir sind zu zweit. Wir dezimieren die ja nicht ganz so krass. Ich hoffe nur, die fressen uns jetzt nicht alles weg. Also das ganze Grünzeug meine ich, dass die dann das Grünzeug ausrotten und dann selber sterben. Das wäre so ungeil, weil dann sind die Tiere weg und das Grünzeug. Das wäre nicht so gut. Hier komme ich nicht rüber, weil da der Fluss ist. Alles klar, ich gehe hier wieder zurück. Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Da muss der Tobi als Jägersmann ran. Aber das Ding ist, man weiß ja nie genau, wann man genug Tiere im Zaum gehalten hat. Liebevoll,
der Tobi ist ja jetzt auch kein Monster, ne? Der läuft jetzt nicht mit Pfeil und Bogen rum und bringt die etwa um oder so. Nee, das ist wie bei Pokémon. Man läuft rum und catcht die all. Verstehst du? Man catcht die einfach all und sammelt die in süßen kleinen Pokebällen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Habe ich mich schon mal gewundert, wie das mit Pokebällen ist. Guck mal, hier sind Bäume verschwunden in der letzten Reihe. Die verschwinden dann irgendwie, ne? Schräg. Okay, kann ich nicht. Okay, 6. Und jetzt 4. Okay, also. Und jetzt mit der 7. Und jetzt hinein. Ich habe das Gefühl, wenn man die Bäume nicht schnell genug abklatscht, hier wollte ich übrigens noch eine weitere Reihe hinmachen, hier hinten, wenn man die Bäume nicht früh genug abklatscht, dann, also sammelt sozusagen, dann verschwinden die einfach. Sterben halt ab oder so, keine Ahnung. Die wachsen erst sehr gut und dann sterben die irgendwie. So, da unten sieht noch alles Taco aus, alles klar. Ich probiere mal ganz kurz, hier noch ein bisschen aus dem Pulp noch was zu machen. Wir haben ja wieder ein bisschen, was haben wir wieder gekriegt? Fiberfiller, lalalala, alles was wir kriegen können, Pulpfiller. Die 10, so. 6 kriegen wir noch hin, das dauert ja nicht lange. Und dann müssen wir versuchen, diesen super duper zu machen. Die Erde holen wir später raus. Diesen super duper Dünger, ich hoffe, der taugt was. Ich weiß, ob es der beste Dünger ist. Ich weiß, ob es der Dünger ist, den man unbedingt braucht. Ob man jetzt, ich weiß aber auch nicht, ob man jetzt irgendwie bestimmten Dünger braucht, um bestimmte Erde aufzuwerten. Ich weiß es einfach nicht. Ich versuche einfach mein dummes, unerfahrenes Glück damit, Dünger in die Erde zu hauen. So wie man diese Düngestäbchen für zu Hause holt, wenn die im Blumenpott kommen, dann nimmst du irgendwelche Düngestäbchen und die passen eigentlich immer. So, das ist so meine Expertise. Die ist richtig gut. Okay, wir haben das fertig. Die Axt repariere ich nochmal schnell. So. Zack. Gut, und den Rest Pulp. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und jetzt können wir nämlich diesen... Wo ist er? Jetzt, den würde ich halt gerne machen, den Phosphat. Und dafür brauchen wir eben diesen hier, den Composite-Filler. Und den haben wir jetzt aus den beiden anderen Filler, die wir gemacht haben, machen wir jetzt den. Ich glaube, wir können 43 machen. So, ja, schon war übermotiviert. 43 davon bitte. So. Dann haben wir den Filler, der dauert ein bisschen. Auch bekannt als Philadelphia. Philadelphia. Okay, oh, wir haben 99 jetzt davon. Krass, das passt ja gut. Und guck mal, jetzt haben wir hier die und da kommt der Composite-Filler. Nice. Und in der Zwischenzeit gehe ich aber schon mal wieder Erde sammeln, weil wir jetzt ja ein bisschen Platz im Lager haben. Weil wir uns Dünger gemacht haben fürs Feld. Also alles spielt quasi so ein bisschen Hand in Hand gerade. Wir sollten öfter mal Filler machen. Und das geht eigentlich ganz gut. Ich muss im Grunde genommen mit der Sense rumlaufen, Gras sammeln. Und kann daraus dann schon mal die eine Zutat basteln. Und damit haben wir schon mal weniger Erde. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann können wir die Lager nämlich befreien. Und dann den Rest können wir immer noch in Kisten sammeln. Das geht auch. Ist auch nicht unbedingt das Beste von der Welt, aber immerhin. So. Jetzt aber flups und flups. Juhu. Ja, endlich ein bisschen Erde klatschen. Darauf haben die meisten von euch gewartet. Die haben dann schon auf diese Folge hier so, oh ja, geil, endlich wieder, wow, wuhu. Geil, Gronkh. GG. Zack. La, da, 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 da. Einfach mal ein bisschen den Keller ausheben. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch noch ein bisschen was ohne euch machen werde. Weil ich wette, den kriege ich in dieser Folge wahrscheinlich auch nicht fertig, weil das dauert alles ein bisschen. Andererseits, sind wir mal ehrlich, wir haben es jetzt auch nicht so... Das ist doch nicht wahr. Wir haben es jetzt auch nicht so mega eilig. So. Oh. Oh nein. Oh gut, ich habe das nicht mitgenommen, glaube ich, oder? Ich hoffe nicht. Ah, the roots are too strong. Ah, da, ich habe jetzt genau unter den Baum habe ich gerade gegraben. Und ich konnte es nicht mitnehmen, weil da die Wurzeln von dem Baum sind, von der Eiche oben. Ich konnte die Erde also nicht mitnehmen. Puh, Schwein gehabt. So, müssen wir nur mal gucken, wie weit wir hier insgesamt graben können. Das weiß ich halt momentan auch noch nicht. So, zack.
War es doch nicht wahr. La. Ich wünschte, da würden wieder 35 reingehen. Das war echt angenehm. So, das hier müsste gehen, ne? Guck mal. Coole Abkürzung. Jetzt muss ich aber wieder außen rum. Das ist ein bisschen ätzend, dass ich da dann wieder... Da komme ich ja nicht hoch. Ah, naja, was willst du machen? So, Lagerstein brauchen wir gerade auch nicht. Da haben wir noch das Zeug. Habe ich eigentlich nur gemacht, falls wir Stein brauchen. Lage Erde. So, flump. 5. Was haben wir da noch? Okay, jetzt haben wir da 3. Also Erdlager ist auf jeden Fall, wurde gut dezimiert. Finde ich toll. Mist. Wir müssen mal gucken, was wir noch alles aus Erde machen können. Ton geht, glaube ich, nicht aus Erde, ne? Da muss man, brauchen wir, glaube ich, Lehm. Kein Problem, also einen ganz normalen Lehm. Problem ist immer schwierig. Das ist eine ganz besondere Sorte Lehm. Mit denen gibt es immer Schwierigkeiten. Was? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur laut gedacht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich immer diesen Kreis laufen. Nur um da unten immer jeweils 25, obwohl 25 Erde geht. Wir haben da unten jetzt nicht so riesen Räumlichkeiten, in Klammern noch nicht. Das kommt ja alles noch. Ich hoffe, das geht alles. Was ist mit dem Büffel? Ich glaube, also den Büffel werde ich erlegen müssen. Ich muss mir da wirklich einen Bogen holen. Das geht leider nicht anders. So. Dann wieder Rinji. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht genau. Composite Filler ist fertig. Sehr, sehr gut. Das nächste Mal, in der nächsten Runde, können wir dann rübergehen. Ich guck mal, wo hier die Haustür kommt. Wir haben ja da ja auch so einen Steinrand drumrum. Und weiter würde ich den Keller, glaube ich, auch gar nicht bauen. So. Huch. Theoretisch, weil es ja ein Keller ist, würde ich eigentlich auch keinen Holzboden nehmen, sondern ich müsste eigentlich so einen doppelten Boden nehmen, dass wir hier quasi, dass wir ein bisschen tiefer gehen noch und dass wir dann die komplette Decke aus Stein machen. Dann können wir nämlich auch den Stein noch ein bisschen loswerden, verstehst du? Das wäre vielleicht nicht die allerschlechteste Idee. So. Und dann haben wir das auch, dann sieht das halt ein bisschen anders aus, ne? Ein Büschchen. Hier ist ein Büschchen anders aus. Sieht der Keller halt wirklich aus wie ein kompletter Steinraum. Ich weiß noch nicht. Oben haben wir ja immer noch diese, die neckische Mischung. Und hier haben wir den Vorteil, dass wir dann theoretisch den Keller in jede beliebige Richtung... Wir können hier die Erde lassen, da oben, weil wir Stein drunter bauen. Schwierig wird es nur, also problematisch wird es nur. Unter der Eiche kann man leider nichts machen. Ja. Also eigentlich... Ja, der Baum geht halt tiefer, ne? Ich kann hier, glaube ich, die Erde nicht wegmachen, weil da Baumwurzeln sind. Ich glaube, die sieht man hier sogar, ne? Wenn man hier... Guck mal, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, dass hier Baumwurzeln sind, keine Ahnung. Also müssen wir mal gucken, weil normalerweise müsste es eigentlich gehen, dass ich dann hier unten den Stein weiterführe und oben trotzdem eine Erdschicht drauf ist. Theoretisch müsste das eigentlich gehen. So. Ich guck mal kurz, wie weit wir da jetzt noch rein müssen. Ich glaube, das war's, ne? Ne, immer noch nicht. Also ein bisschen... Ernsthaft... Ein bisschen Platz kriegen wir da schon noch. So, warte. Da vorne ist Erde. Okay. Also wir werden quasi erstmal so weit. Na gut. Na gut. Alter, dieser Büffel! Das gibt's doch nicht. So, gleich kann ich die Felder düngen. Freue ich mich ein bisschen drauf. Ich habe keine Ahnung, was es bringt, ob es was bringt. Aber ich tue es einfach. Aus Liebe. Aus Liebe zur Rübe. So. Sieht ein bisschen kahl aus. Jetzt da drüben sind uns auch noch ganz viele Bäume. Da kann man theoretisch auch noch ein bisschen schlachten, weil die vermehren sich ja immer noch. Der hier hat sich auch ein bisschen vermehrt. Also wir hatten ja hier vorne auch alles kahl und die sind wieder ein bisschen rübergewachsen hier in der Zwischenzeit. Und hier, guck mal, das ist der nächste schon, der hier wächst. Also ich glaube, die kommen langsam wieder rüber und
Wir müssen noch mal gucken. Also entweder wir werden hier bald im Wald landen, selber auch. Ich habe vergessen, die Erde reinzupacken, ne? Ja, fahre ich einfach vorbei, warum auch nicht. Okay, aber das Gute ist, ich kann das ja von hier oben easy regeln. So, und so, und so, und dann den hier auf den da. Gut. Dann würde ich mal ganz kurz eben gucken. Ah ne, der Dünger ist noch nicht fertig. Wir machen diesen komischen Phosphordünger, ne? Den brauchen wir, ja? Also brauchen, das ist der, den wir machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mal ganz kurz gucken. Nitrogen 0,5, Phosphorus 4, Potassium. Okay, und hier kriegen wir was? Nitrogen 5 und Phosphorus 0, okay. Also, die sind also auch nur für was ganz Bestimmtes. Salz, Category Kitchen, Basket of Salt. Ich glaube, da mache ich mir auch mal gleich ein. Dünger müssen wir also tatsächlich gucken, was wir da alles brauchen. Ich glaube, der hier ist Composite Filler. Der macht alles 0,5. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist so ausgewogen. Fiber Filler, alles 0,1. Ist nicht so richtig viel. Der andere Filler... Wo ist er? Pulp Filler. Was macht der? 0,2? 0,3. Okay, und dadurch, dass wir die kombinieren, kriegen wir noch ein bisschen mehr. Und hier können wir quasi Nitrogen. Hier kriegen wir Phosphorus und Potassium. Kriegen wir bei ihm hier, oder was? Nee, Nitrogen. Womit kriegen wir denn Potassium? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Rüben brauchen. Ich weiß es einfach nicht. Was brauchen Rüben, um zu gedeihen? Was brauchen Rüben? Will sie nicht entzweien. Sie sind allein. Hüben wie Rüben. Very overcrowded. Oh. It needs lots of extra space to survive in this inhospitable environment. Oh. Okay, das Land ist auf jeden Fall gut. Temperatur 0% Match. Ja, nun. Scheiße. 0,17 Grad über dem Maximum. 0,17 Grad. Na, leck mich doch am Arsch. Moisture 24 über dem Optimum. Aber Rüben, müssen die nicht feucht sein immer? Schöne, feuchte Rüben, geil. Pollution 0, Rainfall 51, totales Soil Moisture 54%. 13 Grad. 13,2 Grad, also 13,17 wahrscheinlich. Und 13 Grad ist das Maximum für Rüben wahrscheinlich. Scheiße. Okay, pass auf. Folgendes. Hallo Zettel, alter Freund. Ich werde mir kurz etwas aufschreiben. So, habe ich noch vom aufgenommenen Podcast. Die Powerplay liegt hier noch rum. Beats. 13 Grad Max. 13 Grad Max. Und Moisture brauchen wir wie viel? Ist 54%. Wir sind damit aber 24% drüber. Also 30% Max. Ah ne, 24% Match ist das. 19% über Maximum. 54 minus 19. Zack. Prozent Moisture. Max. Okay, dann habe ich das nämlich schon mal. Und wir sollen die wahrscheinlich auch nicht ganz so eng. This beat is very overcrowded. Lots of extra space to survive. Okay, wir können ab und zu mal, wir können probieren, vereinzelt die Dinge einzupflanzen. Ansonsten suchen wir uns Boden, wo es besser ist. Und dann markieren wir da einfach, hier haben wir ein Feld gemacht mit Rüben. Das müsste eigentlich gehen. In 18 Stunden sind die erst fertig. Ja, für ein Let's Play ist das halt echt doof. Weil die nächste Aufnahme ist erst in einer Woche dann wahrscheinlich wieder. Das ist halt blöd. Normalerweise guckst du am nächsten Tag nochmal rein, nimmst da dann auf. Beim Let's Play ist es aber halt schwierig, weil da immer eine Woche dazwischen liegt. Bis dahin sind die alle vertrocknet. Das ist so ein bisschen... Naja. Okay, also Rüben brauchen ein bisschen mehr Platz, alles klar. Und wir können ja mal gucken, ob wir einen guten Platz für die finden. Wir können theoretisch auch einfach mit der Map genau danach gucken. Air Pollution haben wir nicht, aber zum Beispiel, was ist mit der Temperature?
Temperatur ist über Max hier. So, Temperature. Wir sind ungefähr hier. Hier ist es so komisch rot. Es wäre schön, wenn man hier irgendwelche Zahlenwerte hätte. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, dass er dann irgendwie die Zahlen anzeigt. Aber leider geht das nicht. Gelb ist schlimmer. Also theoretisch da drüben in diesem Wald. Oder nicht in diesem Wald, sondern warte mal. Mit der Moisture weiß ich halt nicht. Da kann ich halt nichts sagen. Da ist halt der Fluss. Hier oben würden die also wachsen. Hier oben. Wo kommen die ganzen... Hä, auf einmal sind hier vier von den Dingern. Hier oben würden Rüben wachsen. Aber vor allen Dingen, also hier... Ich würde es hier mal probieren, oder? Huch. Weißt du was, ich probiere. Was soll's? Wir kriegen es schon irgendwie hin. Ich hole mal kurz ein paar Rübensamen. In der Hoffnung, 9, 8,4 Grad, 13 Grad sind Max, das passt schon. Okay, die Moisture ist aber echt zu hoch, auch hier wieder. Ich weiß nicht, wie ich die Erde trocknen kann. Ich glaube 35 Grad sind das Maximum, 35%. Die könnten halt trotzdem wachsen, ne? Auch wenn es hier nass ist. Also hier oben ist die Chance halt höher, weil... wo kommen die Bäume auf einmal alle her? Weil hier die Temperatur zumindest stimmt und wir hier mehr Platz bieten können. Pass auf, wir können ja die Rüben, die wir gedingest haben, da können wir ja Samen draus machen, neue. Das heißt, ich würde das Risiko mal kurz eingehen, die hier vielleicht zu wildern. Also auszuwildern. 50 Samen haben wir noch. Wir haben also noch ein bisschen Spielraum... Hoffe ich zumindest. Und wir haben ja noch ein paar Rüben, die esse ich erstmal nicht, sondern die werden wir brav dafür aufbringen. Hallo? Achso, 4. So, wird dann so ein kleiner Feldversuch. Mal gucken, was hier passiert. Ich weiß nicht genau, ob die sich dann noch ausbreiten. Ist hier alles so ein bisschen Sumpfgebiet? Kann das sein? Oder ich weiß nicht genau, was das ist. So. 5 Stück. Ja, 6. Okay, gut. Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, der Tobi isst die nicht, wenn er dann zurückkommt. Oh, geil, Rüben. Das wäre natürlich nicht so geil. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ich habe noch keine Ahnung. Ansonsten hier drüben. Hier wird es halt immer wärmer. Dieser Büffel da oben. Ich muss den aus dem Haus prügeln. Es geht nicht anders. Ich glaube, ich muss Jägerskills lernen. Ansonsten müssen wir uns wirklich, wirklich suchen, wo wir... Ich hole mal die Lampe zurück. Ansonsten müssen wir uns wirklich, wirklich suchen, wo wir Felder anbauen. Das Problem ist ja tatsächlich nicht, wie wir anfangs gedacht haben, dass die Erde zu trocken ist und hier gar kein Wasser gibt. Das Problem ist, dass die Erde zu nass ist. Zumindest für Rüben. Ich suche mir mal eine Tabelle raus mit Sachen, die man am besten vielleicht hier oben auch anbauen kann und so weiter. Trotzdem würde ich die Rüben natürlich gerne in der Welt wieder etablieren. Na super. Wie baue ich den jetzt? Wie baue ich den jetzt ab? So. Den würde ich dann mehr bei mir unten in den Keller packen. Und dann kann ich mich, ne, da unten grabe ich jetzt erstmal nicht mehr weiter. Da packe ich ihn zu uns und dann kann ich da so ein bisschen... Einfach vier neue Bäume gepflanzt von alleine. Brauche ich die Samen ja gar nicht sammeln. Was ist da los? So. Dann gucken wir mal.
gehen wir mal schön in unseren Keller. Hier stelle ich mal den Brazier auf. Brazier. So, und so tief wird es ja dann auch. Wo ist er? Nummer 4. Ja, hier kann der, glaube ich, ganz gut existieren. Dann öffnen wir den Storage. Zack. Na. Was? Hä, was war das denn? Das Gute ist, wir haben hier direkt die Kohleanbindung von drüben. Das ist das Schöne hier unten im Keller. So, der ist direkt mal an. Und jetzt haben wir hier direkt Licht. Ja, die machen nicht so viel Licht, aber immerhin. Schaufel ich reparieren können, aber habe ich wieder nicht dran gedacht. Alles klar. King of Let's Plays. Was geht, Freunde? So. Alles schön hier. Rinn in den Wagen. Ist das schön. Ist wie scheiße Schaufeln auf dem Schulhof, wenn du Strafdienst kriegst. Kennst du beim Schulhof noch damals, als man, ich weiß nicht, viele von euch, gibt's das heute noch? Ich frage das mal ganz gerne. Gibt's das heute noch? Diese komischen Klauen, die man gekriegt hat, wenn man Scheiße gebaut hat, dann hast du als Strafe mal gekriegt, du musst den Schulhof aufräumen und hast dann immer so einen Müllsack gekriegt und so eine komische so einen Greifer und musstest dann immer rumlaufen und musstest dann immer aus allen Ecken den ganzen Müll und bla 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 und ekelhaft und pipapo und warst immer der Witz der Woche quasi. Hier ist das Lager schon. Oh, da wollte ich auch gar nicht. So, das bleibt so. Wobei, ich kann da eigentlich eine Steinwand hinzimmern, ne? Ich könnte da jetzt ganz gut eine Steinwand hinzimmern, weil dann hätten wir gleich die Kellerwand. Dann wüsste man nämlich genau, alles klar, bis dahin geht es. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Wir könnten mal versuchen, ob wir vielleicht den Wagen gar nicht ausleeren müssen. Also wir müssen wahrscheinlich mit dem Wagen gar nicht mehr rumfahren. Wir sind doch jetzt nah dran genug. Kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich packe das von hier aus auf den Stapel? Lagerholz. Fressvorräte, Samen und Pflanzen. Voll geil. Voll geil. Boah, mega. Ja, cool. Dann hau ich das direkt von hier. Da muss ich gar nicht mehr rumfahren. Alter, das ist ja nice. Nice, 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 nice. La, 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 la. Leider haben wir nicht mehr so viel Platz auf dem Ding. Das heißt, wir müssen mal wieder Dünger machen, die wir nicht brauchen. Das Problem ist, man kann Sachen halt nicht wegschmeißen. Man muss mit den Sachen irgendwie klarkommen. Man muss sie irgendwo hinpacken. Man kann nicht einfach sagen, alles klar, das lösche ich mal oder das schmeiße ich jetzt in Lava, wie bei gewissen anderen Spielen. Das geht hier leider nicht. So schön es wäre. So, da mache ich die Steinwand hin. Und ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen in Tiefe gehen. Aber ich kann das noch nicht machen, solange ich hier keine Rampe habe dafür. So, zack. Du. Oh. Oh. Ja, na gut, habe ich einen Fehler gemacht. Alles klar, muss ich mal gucken, wie ich das mache. So. Da kommt das erstmal weg. So. Problem ist, unser Erdstapel da ist auch gleich wieder voll. Das ist nicht so geil. Ich fange mal hier an. Oh, und die Schaufel ist kaputt. Die kann ich von hier aus nicht reparieren. Leider nein. Leider nein. Brauche ich hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich hab da jetzt. Okay, da ist kein Loch drin. Erstaunlich. Okay, ich dachte, die Erde fällt runter. Okay. Okay, Mokay. Vielleicht kann ich da einfach dann nach und nach Erde anbauen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ich muss mir mal schlau machen, wie man am besten die Sachen anpflanzt, die ganzen einzelnen Sachen. Das würde ich gerne machen, damit wir mal ein paar Felder kriegen. Vor allen Dingen Mais. Ich muss unbedingt Mais anpflanzen. Wir brauchen unbedingt Mais und vielleicht noch dieses andere Zeug. Ich weiß nicht mal, was das war. Aber das bräuchten wir halt auch. Für die ausgewogene Ernährung, dass wir nicht immer das gleiche fressen. Das würde natürlich gehen. Wir würden überleben auch so, indem wir einmal nur lästige Rehe und Büffel schießen. Oh, guck mal. Wir können indirekte Beleuchtung aus dem Keller ziehen. Das ist ja auch geil. Der Büffel ist weg. Okay, ich hau mir mal ganz kurz einen Happen rein und repariere ich die Schaufel. 1, 2, 3, 4. Und jetzt habe ich 1, 2 Mais und dann habe ich nur noch die komischen Bohnen hier. Und da geht es leider dann runter. Ja, Korn brauchen wir auf jeden Fall. Was das andere war, habe ich vergessen. Das war auf jeden Fall sehr gut. Das müsste ich, glaube ich, auch anbauen. Also fressen können wir noch genug, so ist es nicht. Wir kriegen auch immer noch genug Skillpunkte. Beschweren kann man sich da nicht. Also kann man schon immer, aber macht man einfach nicht.
Schaufel reparieren wäre eine gute Idee. So, flups. So. Digging in the dirt. Und das Schöne ist, ich muss mir jetzt keinen Stein mitnehmen. Wenn ich jetzt einfach hier runtergehe und die Wand machen will, dann gehe ich hier runter und mache die Wand. Ganz easy. Ganz einfache Kiste. Apropos ganz einfache Kiste, das kommt noch weg. Jo. Und das wird alles nicht mehr da reinpassen. Glaube ich. Ah, das wird gleich knapp werden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Dinge einfach, wenn ich die weggegraben habe, einfach wieder auftauchen. Und dann hat er es einfach ganz woanders weggenommen. Oder keine Ahnung, oder dann ist es wieder zusammengefallen. Alles klar, jetzt wieder voll. So, das heißt aber, unser Lager ist gleich auch wieder voll. Das heißt, jetzt haben wir die ganze Mühe gemacht mit dem Dingens, mit dem, ne, mit der Erde loswerden und so. Nur dafür, für das kleine bisschen. Das ist leider... Ja, leider war das jetzt nicht mega erfolgreich. Aber wir können Erde loswerden. Kann ich nicht auch... Was? Sind das die Alerts, die hier manchmal spielen in der Aufnahme? Die sind eigentlich... Also die sind eigentlich in dieser Szene auch aus. Ich weiß gar nicht, warum die spielen, hä? Ich hab's doch gerade gehört. So, hier ist übrigens viel zu dunkel gerade. Ich weiß es selber. Aber ich kann nichts dafür, das Spiel ist eben so dunkel. Wir haben ja auch schon die Brightness hochgedreht. Wir haben das Ding hier runtergestellt. Ich müsste es eigentlich auf die andere Seite stellen wahrscheinlich. So, der Keller wird tatsächlich ein bisschen größer. Muss er eigentlich nicht, aber dann haben wir immer genug Vorratsplatz. So. Und was ich hier unten gerne machen würde, das sind einfach nur Reihen mit Truhen. Sozusagen. Vielleicht kann man auch Lager irgendwie noch hinmachen, keine Ahnung, dass man hier irgendwie noch eine Reihe mit Lagern macht. Wir haben hier welche, wir können noch welche dahin machen. Vielleicht, ja, mit Erde wäre irgendwie sinnlos, weil wir die ganze Zeit nur Erde schaufeln. Und letzten Endes würden wir die gleiche Erde, die wir hier schaufeln, da wieder reinfüllen. Wir müssen die halt loswerden, das ist das Problem. Und theoretisch können wir natürlich den Ozean, können wir jetzt, theoretisch können wir den Ozean besiedeln, indem wir neues Land bauen. Also theoretisch würde das gehen. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich auf Dauer auch genug Erde. So, das war's übrigens mit der Erde. Das war's. Okay, lass dich hier unten stehen. Dich mache ich aus. Mach ich nicht aus? Mach ich aus? Jetzt mache ich aus. Okay. Warte, bevor ich dich ausmache. So, würde ich gerne noch Folgendes machen. Wo haben wir denn? Rohstoffe, Lager, Storage Chest, Lagerstein ist nicht das Richtige, nein. Grong Stockpile, das müsste es sein. Genau, hier. Die würde ich gerne nehmen und dann würde ich hier unten alles. Ne, mit ihm hier ist das. Würde ich einfach alles aus Stein machen. Und zwar gar kein schöner Stein, sondern einfach hier diesen. So. So. Einfach die massiven Wände hier vorklatschen. Zack. So. Leider kann ich nicht gedrückt halten und ziehen. Das geht leider nicht. Achso, ich hab... Das war's schon. Ja, dann kommen da die Wände hin. Dann sieht man nämlich die Lager da nicht. Dann kann man da nicht durchgucken oder so. Da hat man hier so abgeschlossene. Ich könnte hier theoretisch auch noch einzelne Räume machen. So Unterteilungen und sowas. Das würde vielleicht auch ganz praktisch sein. Damit ich selber ungefähr weiß, wo ich bin. Das würde auch gehen. So. Und jetzt nochmal. Lalalala. Zack. Einmal da dran. Einmal da dran. Und dann hier rüber theoretisch. Und hier könnten wir eventuell noch... Hier könnte ich so machen. Einfach nur. Auf der anderen Seite muss ich gucken, wie weit wir da kommen. 1, 2, 3. Das müsste hier noch alles weg. Da ist ja schon Wand. Die Erde müsste noch weg. Also ein bisschen... Wir haben hier unten auf jeden Fall eine Menge Platz. Das ist ganz cool. Das Problem ist nur, wir haben immer noch eine Menge Erde. Und das hier oben, die Erde müsste auch weg. Da müsste dann auch die ganze Zeit hier Stein hin. Und generell hätte ich es dann gerne so, dass hier eine zweite Decke drin ist. Aber dann müssten wir eigentlich noch einen tiefer. Das wäre das Optimum. Dass wir hier quasi nur steinerne Räume haben. Das würde ich mir wünschen. So, die Erde lasse ich nochmal hier. Wir können sie gerade eh nicht wegmachen. Dann gucke ich mal ganz kurz eben, ob wir aus Erde vielleicht noch irgendwas herstellen können. Tag, Büffel! Alter, so viele Büffel auch. Guck mal.
Das sind echt sau viele Tiere. Da ist der nächste, ein Schattenbüffel, auch noch. Der ist doch hier oben wieder, ne? Natürlich. Ich muss Jäger lernen. Es geht nicht anders. Ich muss es lernen. So, ich guck mal ganz kurz aus Spaß. Natürlich, ich weiß, wir haben hier nicht die idealen Voraussetzungen. Trotzdem würde ich gerne mal ganz kurz mit dem Bodenmesser eben schauen. Wie sieht's denn eben aus hier bei unseren Freunden hier? Lalalala. Very overcrowded. Hä? Wieso ist das? Hä, wieso ist das jetzt overcrowded? Wegen dem Baum daneben? Wolf, hau ab. Nein. 9 Grad. Very overcrowded. Lots of extra space. Willst du mich verarschen? Very overcrowded. 27 Grad Match. 1,4 Grad unter Optimum. Oh, Entschuldigung. Aber immerhin. 5% Match for the Speeds. 5%, das ist echt... Boah, das ist aber echt pingelig. Das ist ja richtig pingelig. Heilige Scheiße. Aber wieso haben die so wenig Platz? Ist das wegen der Bäume? 100% Match, alles klar. Das hier ist 10% drunter, aber 61% toll, läuft. Plant. Salal. Overcrowded, lots of extra space. Inhospitable, hier ist es gar nicht so inhospitabel. Was soll das? Nur weil der Boden hier schön feucht ist. Very overcrowded. Ja, mal gucken. So. Ich finde den Rasen hier zwar ganz schick, aber vielleicht liegt es einfach daran. Ich weiß es nicht. So. Achso, Roots are too strong. Okay. Gut, jetzt habe ich den hier freigeräumt. Der ist wahrscheinlich immer noch too crowded, oder? Very overcrowded. Hä? Was? Very overcrowded? Was? Lots of extra space? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Was soll das heißen? Ich muss noch mal ein bisschen was lesen, glaube ich. Ja. So, okay, ich muss Erde loswerden. Und Erde werde ich am besten los, indem ich mir wieder diesen komischen Dünger mache, den wir gar nicht brauchen, aber dann vielleicht haben. Dafür könnte ich unten Kisten machen. Das heißt, wir könnten Erde verschwinden lassen in Kisten durch Dünger. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach den Sense schwinge und sage, okay, let's go. So. Da. So. Ich hole mal wieder welche von diesen komischen Viechern und dann können wir nämlich damit dann wieder die Erde verschwinden lassen. Das ist mein Plan gerade. Ich müsste aber vielleicht auch so mal gucken, ob wir aus Erde vielleicht noch was ganz anderes machen können. Ich weiß noch nicht genau, was macht man denn so aus Erde? Dünger kann ich nachvollziehen. Ton wahrscheinlich eher nicht. Dafür brauchen wir dann wirklich Lehm, falls es sowas hier gibt. Kleine Lehmreise machen, wie in alten Zeiten. So. Hinfort. Den Rasen sensen ist Mord. Kinder, wenn ihr mal, wenn ihr einen Rasen mähen wollt, dann sagt mal einfach, Rasen mähen ist Mord. So. Pflanzen haben auch Gefühle und nur weil die nicht schreien können, heißt das lange nicht, dass die Schmerzen, dass wir keine Schmerzen haben. Und ihr wisst das zufällig, weil es euch genauso geht. Ihr wollt schreien, aber ihr könnt es einfach nicht mehr. So. Ich bin sicher, eure Eltern reagieren sehr verständnisvoll. So. Na. So. Ich komme mir wirklich vor, als würde ich mit dem Rasenmäher durchgehen gerade. Guckt ein Wurm aus dem Gras, Dornewu, kommt der Rasenmäher,
Rap-da-da-da-dam. Gab es nicht so ein Kinderlied? Kommt mir gerade bekannt vor. Ich glaube, das gab es mal. So, wie viel kann man brauchen? Ich habe keine Ahnung. So. Notfalls kann man später noch Klamotten draus machen. Das wollten wir eigentlich auch machen. So. Gut, wie viel haben wir? Okay. Zwei. Zwei, drei haben wir. Ich schaue trotzdem mal, was man vielleicht noch aus Erde machen kann. Kann ich hier irgendwann an diesem Ding hier irgendwas aus Erde machen? Nee, ne? Interessiert mich gerade nochmal. Doch hier, Dirt Ramp aus Erde. Farmer's Table, aber ganz ehrlich, wie viele Farmer's Table braucht man aus Erde? Kerzen kann man machen aus Tierfett, das haben wir natürlich auch. Das geht nicht. Kann man hier was aus Erde machen? 1600 haben wir da. Scheiße. Ein Palpitch, komm, ordnen wir mal. Steinrampen übrigens, Road Construction. Würde ich gerne mal da. Guckt der Tobi bestimmt nicht schlecht, wenn wir Steinrampen einfach machen. Ein Stuhl. Können wir dem Tobi auch hinstellen? Eine Eisbox wäre übrigens auch schön. Vielleicht bestell mal eine Eisbox. Und Small Wood Sign können wir auch mal bestellen. Dauert nicht lange, 12 Sekunden, das geht ja easy. Ich will trotzdem gucken. Paper. Oh Mann, aus Pulp. Aus Wood Pulp macht man Paper. Kann man Wood Pulp vielleicht aus Holz herstellen auch? Künstlich? Geht das? Nee, ne? Okay, das mit dem Paper ist dann aber doof. Scheiße. Ja, Wasserrad wäre schön. Primitive Mechanics hat der Tobi einfach schon mal gelernt. Der Sack. Ich habe den Büffelarsch genau gesehen. Ja, aus Erde kann ich sonst nicht viel herstellen. Was mich nicht wundert, aber hey. Hier ist auch nichts mit Erde, natürlich nicht. Ist jetzt hier der Hausbüffel. Was soll ich denn sagen? Es ist jetzt hier der Hausbüffel. Okay, gut, die Erde. Was mache ich mit der Erde? Ding, 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 ding. Fiberfiller. Ich mache mal den Fiberfiller hier. So, mal gucken, wie wir machen können. Ding, 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 ding. Auf jeden Fall können wir ein bisschen Erde loswerden. Müssen wir zwar immer wieder Rasen mähen. So. 91 Erde werden wir los. Ist gar nicht so schlecht. Scheiße, wie lange dauert das jetzt noch insgesamt? Hätte ich mir ja vielleicht aufpassen sollen. Okay, die beiden Dinger sind fertig. Nein. Dafür brauche ich einen Keller, damit wir die Vorräte da irgendwie, ne, und so. Wo ist denn das Ding hin? Wir haben uns zwei Sachen... wo sind die Sachen hin? Wo sind die Sachen? Gib mir das. Storage, ich guck mal ganz kurz... Lalala. So, wir haben eine Eisbox und wir haben ein Schild. Und wir haben hier noch, wir haben hier noch 90 Campfire Beans. In den Fressvorräten, da wo sie eigentlich auch hingehören. Tue ich mal dahin. Alles ein bisschen undurchsichtig geworden. Die Eisbox, ich weiß nicht genau, was sie bringt, ehrlich gesagt. Die müsste eigentlich... Aber das, guck mal, das Ding kann man da hinten hinstellen. Ne, so, aber... Obwohl, das... Geht das da? Nee, wahrscheinlich nicht. Das müssten wir eigentlich da hinstellen. Wenn wir das Lagerfeuer vielleicht moven. So. No room in Destination Inventory. Ja, großartig. 17. Aber ich hab doch... Hä? Ich hab doch Room in Destination Inventory. So, die Kohle packe ich mal nach draußen. Ich hab doch... Deswegen. Deswegen, alles klar. Aber da wir die Kohle dann sowieso von draußen aus anbinden, dürfte das kein Problem sein. Und jetzt die Icebox. Ich weiß aber nicht genau, kann ich die da... Nee, ne? Doch, die steht da so. Okay. Die Icebox. Ehrlich gesagt, ist jetzt nicht wunderschön. Mmh.
Wie kann das jetzt eine Eisbox sein? Fressvorräte finde ich ganz gut. Vielleicht mache ich das hier einfach für Nahrung. Dann kann ich es da irgendwo hinstellen oder so. Keine Ahnung. Wenn ich das auf die andere Seite der Mühle stelle, das würde, glaube ich, gehen, ne? Aber wo kommen die ganzen Dinger da drin her? Ja, kann ich jetzt natürlich nicht mitnehmen. Toll, danke. Scheiße. Oh nein, da kommen immer noch mehr rein. Oh nein, 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 wir werden geflutet. Inventory too heavy, alles klar, deswegen. Ja, wir werden geflutet. Wir brauchen noch eine Truhe. Scheiße. Ich wollte die Folge nicht ganz so lang machen. Und jetzt, ja, jetzt, Mann, Kacke. Wo sind die Truhen? Wo ist die Truhe mache ich draußen. Scheiße, Mann. So, Truhe. So, hier, Order. 2 Minuten. Da verschwindet gerade die Erde. Ich guck mal ganz kurz, wie die Erde hier aussieht. Wie viel Platz haben wir jetzt hier? Das sieht wieder sehr gut aus. Das heißt, wir könnten im Keller noch ein bisschen weitermachen. Aber ich bin ganz ehrlich, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr heute machen. So, sondern das nächste Mal dann mit dem Tobi. Alter, da hinten sind auch wieder 2 neue Bäume gewachsen. Und hier auch noch einer. Die pflanzen sich fort wie die Pest, habe ich das Gefühl. Sag mal, Zedern. Ich guck mal ganz kurz. Nicht, dass sie die ganze Welt übernehmen. Boah, hier, guck mal. Liegt das daran, dass wir die hier künstlich angebaut haben? Weil hier war ja schon so ein Zedergebiet. Hier haben wir jetzt unsere Felder gemacht, irgendwie. Und irgendwie... Ne, hier war das Zedergebiet. Das sind unsere künstlichen Felder. Ja, hier hinten auch ein bisschen, aber nicht so krass wie bei uns. Also bei uns scheinen die richtig krass zu wuchern. Liegt aber wahrscheinlich... Also ich vermute mal, es liegt daran, dass wir hier so viele Zedern haben, dass sie sich dann weiter verbreiten, oder? Die pflanzen sich hier einfach fort, wie sie fröhlich sind. Und schmeißen ihre Samen in den Wind. Okay, ich muss nach der Aufnahme, muss ich dran denken, dass ich morgen da mal aufs Feld gucke. Ob alles in Ordnung ist. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich hoffe, ich denke dran, weil morgen ist nämlich Ström. Das hier wird schwierig. Das hier wird schwierig. Ich will die Eisbox dahin bauen. Hier ist irgendwie alles so vollgestellt, generell. Alter, dieser Büffel! Okay. Storage Chest ist complete. Dann nehme ich die mal mit. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier drin ist oder ob die... Okay, die hat noch einen Platz gefunden. Wahrscheinlich in der Bibliothek. Ne, hier. So. So, Place. So. Und jetzt müsste ich theoretisch... Aber muss ich das jetzt alles einzeln da reinmoven? Oh, bitte nicht. Bitte sag mir, dass er das noch checkt irgendwie. Stockpile, lalala. Woodcard kann ich auch nochmal machen. Nähkästchen, alles klar. Lager Rohstoffe. Ich krieg's nicht hin. 53, oh nein. Oh nein. Aber es ist doch gar nicht so weit weg. Verdammt. Es ist doch gar nicht so weit weg. Jupp, 53, auch hier 53. Großartig. Ach, hier. Ah, jetzt geht's. Okay. Nee, das ist die untere hier, ne? Storage Chest. Das ist die untere, das ist nicht der Eiskühler. Oh nein. Oh nein. Kann ich denn? Warte mal, hä?
Der hat mir doch gerade eben noch vom... Ach, das ist ein Nähkästchen, da wollte ich gar nicht hin. Von dem Ding hier hat er mir doch gerade eben noch unten das Woodcard angezeigt. Und wenn ich jetzt sage, Lagerrohstoffe wahrscheinlich nicht. Stockpile ist das Zeug. Das Erdlager kriege ich von hier aus nicht, oder? Rohstoffe ist das hier. Nee, kriege ich nicht. Ich habe gedacht, wenn ich das da vielleicht erstmal reinmove, das wäre schon mal ganz gut. 47. Ja, so kriege ich halt nur 53. Es sei denn, ich würde jetzt sagen, okay, pass auf, ich gebe mal ein paar Sachen aus. Tailoring können wir lernen. Ja, Tailoring. Das wollte ich ja eh lernen. Klamotten, Cloth Making, Basic Backpack, Capri, ein Hat Recipe. Ja, ein Hut nehme ich auf jeden Fall. Danke. So, und hier auch nochmal Cloth Production. Danke. Und hier nochmal Efficiency nehme ich natürlich auch noch mit. Danke. So, die Effizienz nehme ich immer mit. Und ich habe überlegt, wenn ich jetzt hier Survivalist, Strong Back, ich weiß, haben wir das schon? Nee, ne? Strong Back. Hallo? Ich kann das nicht klicken. Warte mal, jetzt. Jetzt. Okay. Ist ein bisschen teurer, wie es aussieht, aber dafür, ehrlich gesagt, das bringt fast gar nichts. Pitch 26 Kilo. Okay, wir können ein bisschen mehr tragen, aber wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt nicht so der Hauptgewinn. Von 53 auf wie viel? Naja, 93. Ja, 93, okay. Na gut. Ist jetzt nicht irgendwie die schönste Aufgabe der Welt. Hallo? Die schönste Aufgabe der Welt. Hallo? Danke. So, 93, zack, 99. Ist nicht unbedingt die schönste Aufgabe der Welt, aber was soll's. Dann kriegen wir die Eisbox leer. Der hat uns da einfach alles reingepriemelt. Scheiße. Fiber Filler ist fertig, sehr gut. Damit ist die Erde unten jetzt verarbeitet. Hat alles nicht mehr in die eine Kiste gepasst, glaube ich. La 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 la. Ich hasse mein Leben. La 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 la. Das ist die spannendste Aufgabe von der ganzen Welt. Hey! La 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 la. Kommt, macht alle mit. Dieser Fuck hier ist der Shit. Ja, da 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 da. Ich bin froh, dass es zumindest alles noch reinpasst. Da, ja, hätte auch anders kommen können. Dieser fette Büffel! Dieser fette Büffel kriegt erstmal ein Rüffel. So, wir haben es ja gleich. Gleich ist die Nummer durch hier. Boah. Meine. Sag mal. Hau ab, Junge! Lauf! Lauf, Büffel, lauf! Raus mit dir! Ich bin froh, dass er kein. Sag mal. Ich bin froh, dass er. Achso, das ist die falsche Kiste. Bin froh, dass er keine Geräusche macht. So, das Ding wieder rein. Und dann haben wir eigentlich, ich glaube, einmal noch. Das könnte reichen. Ich hoffe, das ist nicht über 93 gleich. So. Und dann hier auch. Zack. Gleich haben wir es. Hallo, Büffel. Das ist unfassbar. Kleiner Hausbüffel. So, ja, ob das passt? Ja, doch, das passt. Gut. So. Gut, was wir machen können, ist dann nämlich erstmal, ich packe das erstmal hier rein und dann machen wir so, machen wir die ganzen 100er Stacks erstmal wunderschön voll. Guck mal, wie zauberhaft cremig das hier alles läuft. Wunderbar. Dann haben wir das und das Ding räume ich nochmal ganz schnell weg. Den Kollegen, den würde ich jetzt vielleicht nochmal hier hin und dann so, geht das? Ehrlich gesagt würde ich das eher hier placen. Ach, das geht eh nicht anders. Also gut. Ja, dieser fucking Büffel. Und hier würde ich so das Essen reinmachen oder so, oder? Sieht so lecker aus.
leer aus. Ich probiere mal was anderes. Warte mal. Und ich wünschte, wir hätten Lampen. Doch die Lampen, die kommen erst später. Guck mal, wenn wir den hier placen, dann haben wir hier so eine Essnische, oder? Würde auch gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so mega hübsch ist. Hier kann man so Essen reintun und dann kannst du hier so schnell servieren. Ja, ob das hübsch... Ich finde, generell gibt es viel zu wenige Elemente hier, um Sachen hübsch zu machen. Ich will mich richtig hübsch machen. Ich bin eine kleine Prinzessin. Nee, ernsthaft. Es gibt, finde ich, zu wenige Dinge, wo man sagen kann, alles klar, so wird das richtig schnuckelig. So, hier ist Gefresse drin. Das sind nicht mehr die Fressvorräte. Da ist jetzt irgendwas drin. Was ist das hier? Tailoring Skillbook. Habe ich schon gelernt, ne? Okay. You know Tailoring. Das mit den Schriftrollen ist auch komisch, dass man die nicht mehr loswerden kann, dass sie irgendwer lernen muss. Sonst kannst du nichts mehr mit denen anfangen. Aber vielleicht können wir uns da unten jetzt eine Mülltonne machen. Im Keller. Wir haben da ja genug Platz, beziehungsweise noch nicht, aber bald, wenn der Keller soweit fertig ist, haben wir da auf jeden Fall genug Platz, da alles zu machen. Schauen wir mal. So, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge geht's weiter. Dann wieder mit Tobi, Tobsen, Tobenmann und wahrscheinlich mit viel, ich hoffe nicht mit viel mehr Tien. Oh, ich mach mal schnell unten die Fackel aus. Die kostet die ganze Zeit Kohle. Habe ich ganz vergessen auszuschalten. So. Weißt du, wenn wir schon mal dabei sind... Wir nutzen es mal kurz aus. So. Okay, das ist eine andere Chest. Okay. Erde ist natürlich ganz unten. Können wir aber nach oben bringen. So, Erde. Flups, flups. Flups, flups. Flups, weißt du was? Komm mal, die Schaufel ist ja noch ein bisschen... Die ist ja noch ein bisschen akut hier. Ich weiß, die Folge ist vorbei. Aber am Ende noch ein bisschen Erde schaufeln. Mehr wird nicht mehr passieren. Also, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen mit der Folge. Was ich jetzt noch mache, ist ein bisschen Erde schaufeln, damit wir hier unten überhaupt mal vorankommen. Das wäre nämlich, ehrlich gesagt, das wäre mein Dream. Mein richtig feuchter Dream wäre das. Ich glaube, der Stein ist der von oben, ne? Da, wo wir vorher, das war vorher hinter unserem, oder? Nee, das kann nicht der gewesen sein, weil das ist ja genau am Anfang von unserem Haus. Das kann der gar nicht sein. Okay. Vergiss es. Vergiss es. Ich mich vertan. So. Flups. Und um die Decke reinzubauen, müsste ich echt nochmal ein in die Tiefe gehen. Hä, was? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Wieso ist denn hier auf einmal ein Loch drin? Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Das ist mir manchmal echt... It's me a Rätsel manchmal. So. Das kommt auch schön weg. So. Ladidadi. We like to party. Don't bother nobody. So. Na. Ihr jetzt. Alles klar. Offenbar nicht. So. Und dann hier alles nochmal rein. So. Haben wir das? Erde klatschen ist, glaube ich, das Unspannendste, was es gibt. Ich bräuchte immer ein Thema. Ich weiß gar nicht, was ich besprechen will. Alle Welt redet gerade immer noch von diesem blöden Blablabla ist Gift. Oh, Alter, wir waren heute einkaufen, ne? Wir waren heute, muss ich ganz kurz nochmal erzählen, wir waren ein bisschen einkaufen. Und dann stand ich vor dem Chipsregal und habe überlegt, welche Chips nehme ich mir denn mal? Und habe dann noch so gesagt, so, ja, nee, komm, nee, mache ich nicht. Weil ich mache gerade diese... Also theoretisch mache ich ja gerade Diät, ja, und würde die gerne auch fortsetzen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, weißt du was, nehme ich keine Chips. Und da war eine Verkäuferin und die hat die ganze Zeit, hat mich einfach angeguckt. Hatte, ne, so kurzhaarig, bibabo, hat mich die ganze Zeit einfach angeguckt, hat aber nichts gesagt. Glaube auch nicht, dass sie mich erkannt hat oder so. Jedenfalls, wir kamen irgendwie ins Gespräch und habe ich gesagt, ja Mann, ich würde mir so gerne Chips nehmen, aber wie das so ist, habe dann so erzählt mit dieser Low-Carb-Diät, die quasi immer wieder von vorne anfängt, ne, meine komische Low-Carb-Diät, die jede Woche auf null resettet wird, weil ich dann wieder doch wieder schwach werde und irgendwas Carbiges esse, zum Beispiel jetzt Geburtstagstorte von der Pan, Entschuldigung, wie soll ich denn da Diät machen? Wie soll das überhaupt möglich sein? Ganz ehrlich, also ich bitte dich, das ist Menschen unmöglich. So, und jedenfalls, dann war diese Verkäuferin und dann, ja, und dann kann man doch, da kann man doch dies und das. Und die hat wirklich, sie wollte hilfreich sein. Das fand ich auch ganz liebreizend. Sie hat wirklich versucht zu helfen. Und das passiert natürlich auch nicht so oft, dass man wirklich hilfreiche Verkäuferin hat, die sich dann auch interessieren und einem helfen wollen, so mit seinen Sorgen und Nöten.
Und hat dann versucht zu helfen, also hat dann so gesagt irgendwie, ja, dann könnte man ja Nüsse zum Beispiel, ne, man kann ja als Alternative kann man Nüsse essen und das macht die Pan halt immer, die knuspert so ihre Nüsschen da immer so, Macadamia oder Walnüsse und sowas, Haselnüsse, diese Sammlungen. Und ich esse das auch manchmal, aber das ist so furztrocken, weißt du, dann isst du da die Nüsse so und irgendwann fängst du an so unmotiviert und dann wird dir auch irgendwann so ein bisschen übel, also mir so von diesem Nuss-Overflow, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, ist einfach auf Dauer, ist so eine Nusssammlung einfach nichts, das kann, weiß ich nicht, ersetzt einfach nicht mal so eine Tüte Chips vorm Fernseher, die man sich dann mal wieder wünscht, einfach nur mega ungesund, mega doof, aber trotzdem der innere Schweinehund und so. Achso, ich wollte noch Steine nehmen. Ja, und jedenfalls, sie dann so weggegangen und Pipapo, das hat er noch gesagt, so, habe ich so gesagt, ja, es gibt auch diese Knabbermischung, diese asiatischen Knabbermischungen mit so Dingens, ne, ich weiß nicht genau, was da alles drin ist, aber das sind so asiatische Knabbermischungen und die sind eigentlich ganz lecker und, dann fängt sie ja so an, ja, aber da sind ja Trockenfrüchte drin. Und, ne, und dann, da sind natürlich keine Trockenfrüchte drin und ich wollte dann nicht schon wieder maulen. Ich habe dann die ganze Zeit natürlich gemault, so, nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Letzten Endes wegen der Low Carb habe ich halt ein bisschen nicht rumgemault, aber ich habe einfach gesagt, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich war so ein schwieriger Fall und der wollte ich nicht sein. Ich wollte der Dame ja nicht mal zu Last fallen. Ich wollte ja nur eigentlich einen Witz machen mit den Chips und so ein bisschen rumwitzeln, wie ich halt so bin. Aber die Dame hat mich dann sehr ernst genommen, was ich auf der einen Seite gut fand, auf der einen Seite ist es dann aber schwierig für mich, aus dieser Nummer rauszukommen. Jedenfalls sind wir dann weitergegangen, lalala, und die Dame hat sich irgendwann verabschiedet und meinte so, ja, Andi, erstmal mit so einem komischen Trockenobst. Und dann meinte sie so, ja, getrocknete Cranberries sind ja gut. Und naja, ist alles nicht so meins. Und dann jedenfalls gingen wir weiter und haben so geguckt, haben dann so eine Torte für die Pan geholt und sowas, lalalala. Und auf einmal kam sie dann später, so später, als man gar nicht mehr damit gerechnet hat, kam sie dann und hielt dann so eine Packung Studentenfutter in der Hand mit Rosinen und allem und so getrocknetem und ja, ich, ja, das war voll lieb, aber oh, ich kann, ne, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich kann Obst einfach nicht essen, wenn das so weiterverarbeitet ist, dann, ich esse Obst halt, da bin ich ganz komisch, ich bin da ganz pingelig, ich esse Obst am liebsten und eigentlich auch nur frisch und unverarbeitet, da bin ich ganz komisch, ich weiß nicht warum. Bei der Pan ist es umgekehrt, die isst Obst grundsätzlich am liebsten nur weiterverarbeitet. Und gar nicht frisch. Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig bei uns beiden. Liegt aber wahrscheinlich, glaube ich, an der Kinderstube so ein bisschen. Und ja, da muss ich halt gucken, wie ich aus der Nummer rauskam. Und es hörte einfach nicht auf. Und ich habe versucht dann, ne, wir wollten ja die Geburtstagssachen dafür paaren, noch ein bisschen weiter kaufen und bla bla bla. Und es hörte einfach nicht auf. Und ich wusste nicht genau, wie ich aus der Nummer rauskam. Und dann haben wir noch so geredet und bla, meinte ich so, ja, und dann hier Low Carb essen, pipapo. Und dann haben wir das und das gegessen, lalala. Und dann meinte sie, ja, dann kann man das und das essen, pipapo. Aber keine Soße. Soße ist Gift. So, ne? Und dann, ja, essen Sie keine Soße, Soße ist Gift. Und dann stand ich da und hatte gerade ganz kurz ganz viele Lebensflashbacks vor meinem geistigen Auge und dachte mir, Alter, eigentlich kannst du auf Twitter schreiben, wenn das Thema nicht schon so furchtbar an sich wäre. Dann könntest du jetzt perfekt darüber auf Twitter schreiben. Naja, jedenfalls, ich wollte eigentlich darauf hinaus. Und ich musste irgendwie erklären. Also ich habe dann gesagt, hier, die Paaren wurden auch ein bisschen ungeduldig, dann extra, glaube ich, auch, habe ich so gesagt, hier Regierung ruft und so. Falls die Dame gerade zuschaut, ganz, ganz lieben Dank für die Beratung. Das war wirklich ganz zauberhaft. Es war für mich nur schwierig, da höflich rauszukommen aus der Nummer. Ich wusste nicht genau, was ich sagen soll. Denn wir sind uns sehr bewusst, dass es mit der Diät nicht so richtig klappt. Aber ganz ehrlich, es gefällt mir auch ganz gut so. Ich ziehe es nicht ganz so streng durch. Ich nehme trotzdem ab, wenn auch langsamer. Aber dadurch muss ich nicht so viel auf einmal verzichten und pipapo, es läuft dadurch halt ganz gut für mich. Ne? Und das finde ich schon ganz gut. Aber auf der anderen Seite müsste ja auch Steinwand kommen. Ich guck mal ganz kurz. Achso, da ist jetzt erstmal die Steinwand. Na, großartig. Aber ist gut, Steine können wir loswerden. Bei Erde wird es halt echt schwierig. Steine krieg ich immer hin, aber Erde. Ja, jedenfalls, falls, nur damit es wisst, Freunde des geliebten Internets, Soße ist Gift. War vielleicht
Nee, komm, ich will da keine Plattform, bieten. Und ich frage mich natürlich auch, warum ist Soße Gift natürlich und sind allgemein alle Soßen Gift oder ist das bezogen auf bestimmte Soßen? Ich bin im Soßenuniversum nicht so richtig her und ich muss zugeben, das klingt vielleicht auch komisch, ich esse meistens, wenn ich Salate esse zum Beispiel, esse ich die meistens ohne Soße, also ohne Dressing. Und wenn ich irgendwie, ja, auch was anderes esse, ich esse meistens alle Dinge ohne Soße. Ich weiß nicht warum. Außer beim guten Schnitzel natürlich, da kann man mit Soßen schon ein bisschen was machen. Aber meistens finde ich, dass Soßen viel vom Originalgeschmack rauben können. Und das will ich meistens nicht, weil ich will meistens den Originalgeschmack genießen. Aber meistens gehört die Soße natürlich zum Originalgeschmack. Aber wie gesagt, ich bin ein sehr eigenartiger Mensch. Aber das sollte euch hoffentlich schon länger klar sein. So, alles klar. Erdlager ist schon wieder voll. Großartig. Ich freue mich sehr. Kann sich ehrlich gesagt der Zukunftsgong aus der nächsten Aufnahme drum kümmern. Den könnt ihr ja mal grüßen, wenn ihr ihn seht. Alter, wir sind schon wieder über einer Stunde. Willst du mich verarschen? Ich habe gerade mal vorsichtig geguckt. Ich dachte, wir sind so bei 40 Minuten und ich habe es ganz gut hingekriegt, aber Alter. Ja, jedenfalls, grüß mich in Zukunftsgronk. Hier unten der Keller wird langsam. Ich muss noch einen nach unten bauen. Das wird kompletter Steinkeller, glaube ich. Und dann schauen wir mal, dass wir die Kisten hier alle auch hinkriegen, da wo sie hingehören. Das wäre ganz schön. Ich versuche die Kisten mal hier so in die Mitte zu bauen, damit beide Räume drauf zugreifen können. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen was gucken, ein bisschen was austesten und so, aber es könnte funktionieren. Lassen wir uns ein bisschen überraschen. So. Ich mache den Karren noch voll. Und ich sollte eigentlich die Steine da oben mal wegräumen, denn ich weiß nämlich nicht, wie weit das da noch geht. Da ist nämlich schon Erde. Hätte ich mir gerade alles sparen können. Ich kann die Erde gleich wieder hinmachen. Hier ist offiziell der Rand. Na. Okay. Vielleicht kann ich aber da noch einen abzweigenden Weg machen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das machen wollen würde. Aber ich hatte ja schon eine andere Mine angefangen, falls sich noch jemand erinnert. Ich hatte da drüben eine andere Mine angefangen. Vielleicht kann man die so als Not aus. Ich weiß nicht, ist ja auch Blödsinn. Braucht man eigentlich überhaupt nicht. So, hier nochmal schnell. Dat. So. Dat da. De. So. Und da haben wir auch noch. Und der müsste, glaube ich. So. So. Hier müssten wir noch einen weiter reinbauen, damit wir dann nämlich eine Steinwand bauen können, glaube ich. Das ist, was ich denke. Und hier sollten wir eigentlich noch. Hallo? Okay. Die 10 Erde. Nee, ich mach da keinen Gang mehr. Wir müssen jetzt nicht so maßlos übertreiben. Und wenn, dann können wir das später auch machen. So. So. 4 Stück. Und dann machen wir nochmal hier. Und der Rest kann ja dann wieder unten auf den Stapel. Müsste eigentlich gehen. Okay. Gut, dann haben wir das so. 20 Steine kommen natürlich auch auf den Steinstapel, alles klar. Oh, die packt er jetzt hier hin, weil die anderen Vorräte voll sind, oder was? Nee, Stockpile ist doch... Hä? So. Macht aber den Stein hin, ist jetzt nicht das Schlechteste, ehrlich gesagt, aber wir werden hier noch ein paar Steine rausziehen, glaube ich. Stein... Junge, mach das hier oben rein. Ich glaube, das ist nicht verbunden. Wenn ich das richtig sehe, ist das schon wieder nicht verbunden. Ja, halb so wild. Okay, wir werden es überleben. Das kommt noch weg. So. Und theoretisch noch einmal Boden kommt auch noch weg. Eine Bodenlage. Ob wir das aber so gut hinkriegen, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen brauchen wir da dann auch wieder einen Ausgang. Wir brauchen da wieder eine Rampe, die uns nach draußen führt. Hätte es gern alles ebenerdig hier, aber das wird gleich, glaube ich, nicht funktionieren. So, gut. Dort in die Richtung müsste es noch weitergehen. Das haben wir da auch gemacht. Dann machen wir das mal eben.
So. Der Karren ist dann eh gleich wieder voll. So. Mit. So. Jetzt muss ich nur gucken. Wie habe ich das da drüben gemacht? Das war. Habe ich das an diesem äußersten Rand gemacht oder habe ich dann noch einen weiter nach außen? Ich glaube am äußersten Rand, ne? Ich zähle das dann einfach ab. Aber wenn es an dem nicht war, dann muss ich da wieder Erde hinschaufeln. Ich sollte es vielleicht mal jetzt abzählen. Okay, pass auf, ich mach mal Folgendes. Die Folge wird immer länger und länger, scheiße. Ich mach das doch nur mal ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Ich bin sofort fertig. So, nein, das war falsch. Ich muss nämlich hier mit. So. So. So, diese Seite habe ich fertig. Noch nicht ganz, offenbar. Denn hier haben wir noch das hier. Was habe ich denn da bloß gemacht? Achso, nee, hier hatte ich das ja auch runter. Das habe ich ja nur jetzt nicht mehr. Ich kann das jetzt mal wieder placen, einfach so als Platzhalter. Und dann hätte ich hier quasi noch... Da könnte ich theoretisch noch Truhen reinbauen. Ich könnte dann hier nochmal schnell lalala... Weil sie es anbietet, einfach nur. So. Dann kann ich da nochmal zwei Truhen reinbauen. Dann haben wir nämlich über diese Truhen-Nischen, verstehst du? Okay, das ist nicht so gut. Ich hau das mal ganz kurz da rein. Wieso habe ich diesen Ohrwurm? So. Flups, 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 flups. Und von außen sieht das jetzt so aus. Na gut, geht auch. Da müsste nach oben natürlich noch einer hin. Da würden zwei Truhen reinkommen. Oder vielleicht reicht die Höhe hier auch als Keller. Das muss gar nicht noch ein tiefer. Ein Keller, ja gut. Nee, ach, mit der Decke hier. Ja, klar. Muss doch noch ein tiefer, wenn wir eine Steindecke haben wollen. Nee, da müsste eigentlich nur das hier raus. Diese Erdschicht raus. Und dann hätten wir die Steindecke. Und das würde genau... richtig sein, eigentlich. Ja, müssen wir mal austesten. Also im Grunde genommen, ding, 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 ist halt ein enger Keller, ne? Ist jetzt nicht schön, schön hoch und ist kein Wohnkeller, ist ein sehr enger Keller. Passt schon. Okay, ich tue die nochmal zurück. Dann haben wir hier 1, 2. Und dann ist auch schon die Wand. Okay, alles klar. So. Ja. Nun ja. Aber ich bin froh, dann werden wir noch ein bisschen Erde los. Ist doch gut. Ist doch auch gut so. Okay, die kommt nochmal da drauf. So. Da ist der Keller jetzt eigentlich inzwischen viel kleiner, als ich das ursprünglich eigentlich dachte. Aber es müssen ja auch keine neuen Etagen werden halt, ne? So, pass auf. Da rein. Da rein. So. So, und jetzt hier hinten noch einen. Den noch. Und den noch. Den auch. Und eigentlich auch diese ganze Riege hier. Das hier müsste auch noch weg. So, mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird tatsächlich. Ob wir den Platz im Kart noch haben. So, komm, einen noch. Den einen noch. Komm, bitte, 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 bitte. Ey, bitte. Ey, bitte. Knapp. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich den. 0. Wir setzen hier auch wieder diese Dinger hin. Zack. Und dann haben wir hier diese Wand.
so. Dann sind wir auch ein paar Steine losgeworden. Dann haben wir das Steinlager ein bisschen leer. Dann können wir nämlich wieder drüben vom Endlager ein paar Steine abbauen. Für das andere Ding. Das passt schon. Okay, hier habe ich noch einen höher gebaut. Und das geht, glaube ich, auch noch ein rein gleich. So. Okay. Hm? Aber ich meine, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kann man sich jetzt... Also man kann sich beschweren, man muss es aber nicht unbedingt. So. Eins, zwei, drei. So, hier hätten wir noch so ein Mittelding. Das mache ich, glaube ich, auch nochmal. Dann haben wir einfach... Dann können da theoretisch Fackeln dran oder irgendwas. Keine Ahnung. So, wo wäre denn das? Das ist hier vor. So. Gut, da müssen wir mal gucken. Oder Säulen, da hätte man auch Säulen hinmachen können. Aber egal. Machen wir hier so ein bisschen, das soll so ein bisschen nicht Dungeon-mäßig aussehen. Sieht es zwar ein bisschen, aber wenn wir ehrlich sind, es soll eigentlich mehr so ein bisschen Keller sein. Müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen. Ich weiß noch nicht genau. Es könnte noch ein bisschen weiter da in die Richtung gehen. Also wir können noch wirklich Lagerräume machen. Ich könnte noch da in die Richtung gehen und da wirklich noch so diese Lagerdinger machen für... Ja, für Erde lohnt sich nicht, weil hier ist halt Erde sehr viel. Was auch immer. Wir könnten auch in die Tiefe bauen, wenn wir noch eine Riege an Kisten brauchen. Ich weiß nicht genau, wie weit er nach unten geht mit seinem Einzugsgebiet. Jetzt aber soll es erstmal reichen, ganz ehrlich. Ich bin schon weit über der Zeit. Weit, weit. Ich bin weit über der Zeit. Okay. Und das Schild machen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Das mache ich jetzt nicht mehr. So, hier noch alles Taco. Ich gucke noch bei den Bäumen. Alles im grünen Bereich und auch da drüben. Ich hoffe, das passt alles so. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich entschuldige mich ganz ausführlich für die extreme Überlänge. Wie gesagt, normalerweise um die 25 Minuten rum. Jetzt waren nur zwei Folgen alleine, wo ich auch mal ein bisschen Kappes gemacht habe, der einfach mal weg musste. Also so ein bisschen diese ganzen Kleinigkeiten, pipapo. Das haben wir jetzt immer noch nicht geschafft. Das werde ich wahrscheinlich wieder im regulären machen oder so, keine Ahnung. Das da vielleicht... Ja, mit den Feldern ist schwierig. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß noch nicht genau. Also ich habe noch eine Idee, wie ich das weiterbaue. Zum Beispiel da unten, da müsste alles abgetragen werden. Da unten werden die Felder. Hier wäre so ein schöner Zaun und so weiter. Man könnte hier echt alles extrem schön machen. Also da gibt es noch tausend Möglichkeiten, das hier auszubauen. Mir fallen hier tausend Sachen ein. Ich habe jetzt auch einen Hausbüffel. Das ist natürlich auch von Vorteil. Der Tobi weiß noch gar nicht von seinem Glück. Mal gucken, was hier nächstes Mal alles drin sein wird. Zwei Erdhäufchen haben wir auch. Ich bin so glücklich. So, ich habe hier nochmal ganz kurz eben die Schaufel und die Sense. Dann muss das Zukunftsgrund nicht mehr machen. Aber der kann sich dann wiederum mit dem vollen Lager rumschlagen. Keine Ahnung, was wir da machen. Wir müssen... Ah ja. Oh, fuck. Ja, geil. Gut. Da kann ich mich aber auch später drum kümmern. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Grüß mich in Zukunftskronk. Ab der nächsten Folge wieder Tobi Topmann mit dabei. Ich freue mich drauf. Schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschö mit Ö. Tschau mit V. Tschö. Winke, winke. Tschüss.